Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen. Heute gibt es nach langem mal wieder ein Schminkvideo. Ich habe mir die Base schon gesetzt, also das Magic Finish, ein, wie heißt das denn jetzt? Ich habe mich schon so lange nicht mehr vor Kamera geschminkt. Bronzer, Blush, Highlighter und ein Lip Gloss. Genau, nicht wundern, ich komme schon wieder vom Zahnarzt. Ja, das ist mittlerweile meine zweite Heimat. Und die Narkose sitzt noch, deswegen ein bisschen rechts. Ist das rechts? Das ist bei mir, ist es rechts. Rechtslastig. Genau, aber heute soll es ja um die Augen gehen. Und zwar mache ich mit bei einer wieder tollen Aktion von der lieben Lydia ins Leben gerufen, von der Make-up-Mieze. Und da geht es diesmal um zwei Paletten, Eyeshadow-Paletten, wo sie halt die Meinung anderer YouTuber wissen möchte. Und da machen unter anderem mit, ich lese das mal kurz ab, die Lydia, die es ins Leben gerufen hat, die Irene von Irene's Boxenwelt und mehr, dann die Larissa von Beauty Place by Lara, dann macht noch mit die liebe Claudia von Belladonna und die Nina von Ninas Beauty Shoppen. Genau, das waren sie alle. Die Kanäle verlinke ich euch in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ein paar hatten die Palette schon. Ich habe sie gerade aktuell von der Nina bekommen und ich glaube, ich muss sie an die Larissa weiterschicken. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber die Irene hatte sie schon, die Lydia hatte sie schon. Selbstverständlich. Ich glaube, die Claudia hatte sie auch schon. Dann die Nina, jetzt bin ich dran und dann geht es an die Larissa. Genau. Seid gespannt, schaut bei denen auf jeden Fall vorbei und wenn ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst mir gerne ein Abo und den anderen Ladies natürlich auch. Das hilft uns kleinen YouTubern immer ganz schön weiter und es ist auch für uns immer ein schön großer Erfolg, wenn die Abonnentenzahl wächst. Genau, es dreht sich heute um diese zwei Schätzchen. Ich kenne die gar nicht. Also ich hab die weder vorher gesehen noch gehört. Ich habe natürlich gesehen, was die anderen Mädels damit geschminkt haben. Aber das ist schon so lange her. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Genau. Ja, so. Also diese hier schaut so aus. Und ich bin echt mal gespannt. Ich habe jetzt aktuell noch keinen Plan, was ich machen soll. Ob ich beide kombiniert miteinander schminke. Oder ob ich mir das schminke, mich abschminke, neu schminke. Oder halt morgen dann nochmal eine andere Palette. Und die andere Palette sieht nämlich so aus. Genau. Ja. Ja. Das ist jetzt echt schwierig. Vor allem ist das Wetter auch gerade. Also das Licht ist nicht so berauschend. Das sind natürlich schöne Farben. Das ist genau mein Farbspektrum. Hier kann man ja eventuell mit dem Lila, das ist ein kräftiges, schönes Lila, noch mitarbeiten. Ansonsten haben wir hier auch so Brauntöne. Vielleicht mache ich wirklich das Grund-Make-up damit und setze mir dann hier noch das Lila mit rein. Ich suche mir jetzt mal hier Pinsel raus und dann würde ich einfach vorschlagen, hauen wir mal in die Kacke, ne? So, ich hatte die Pinsel auch vor kurzem erst gereinigt. Das heißt, da sind wir. Was haben wir denn hier alles? Wie viele Pinsel haben wir? So, ja, das ist doch mal eine gute Auswahl. Genau. So, womit schaffen wir uns denn eine Base? Haben wir hier irgendwas für eine Base? Ja, ich werde jetzt den Ton hier mal als Base auftragen und dann gucken wir mal, was sich so alles performen lässt. Also mir wurde gesagt, dass sie sich gar nicht performen oder ich habe gehört, dass sie sich gar nicht performen. Ja, wir gucken einfach mal. Ne? Also ich gehe jetzt in diese Farbe und versuche mir dadurch einen Grundton zu setzen. Farbabgabe auf dem Pinsel ist vorhanden.
Nicht wundern, ich gucke nach unten. Ich habe meinen Spiegel selbstverständlich hier stehen. Genau, so, wir fangen einfach mal an. Kann sein, dass ich währenddessen rede oder auch nicht, aber ich lasse es einfach. Schaut einfach nur zu und genießt es. Wäre schön. Jetzt habe ich die Kamera verschoben. Vorbereitung ist alles, ne? Der Spiegel ist ziemlich staubig. So. Also Farbe kommt auf jeden Fall runter. Ich sehe, dass auf dem Lied was drauf ist. In der Kamera sehe ich es besser. So. Also das finde ich doch schon mal... Das hat schon mal geklappt. Das ist doch schon mal etwas. So, womit machen wir denn jetzt weiter? Ich würde gern einen etwas dunkleren Farbton hier zu haben. Deswegen gehe ich jetzt in diesen hier rein. Gucken wir mal. Die Palette krümmelt ein bisschen die Farbe. Aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch, solange sie nicht in mein Gesicht krümmelt, alles super. Weil ich war ja tapfer und habe mein Make-up schon erledigt. So, auch hier ist Farbabgabe vorhanden. Das finde ich also bis jetzt, Klopf auf Holz, die zwei Farben finde ich gehen schon mal. So. Aber da ist ja jetzt noch nichts Spektakuläres dran, ne? Also ein Abend-Make-up wird es bestimmt nicht, aber wann gehe ich schon mal aus und brauche ein Abend-Make-up? 2 Wochen. So. Was haben wir denn noch so? Was gibt denn die Palette so her? Da ist so ein hübsches Grau. Das würde ich jetzt mal probieren. Aber... Hier kommt schon kaum was runter. Ich habe gehört, das könnte daran liegen, weil da schon so viele Finger drin rumgepatscht haben, dass das einfach festgebacken ist, diese Farbe. Aber auch hier ein bisschen auf dem Pinsel ist drauf. Das wollte ich mir jetzt mal probieren, hier ins Eckchen zu setzen. Also da muss man schon ordentlich drin rumrühren, damit was auf den Pinsel kommt. Ja, das wird wahrscheinlich echt, das sieht auch schon so festgebacken aus. Und ja. Aber wie ihr seht, wenn wir drin rumrühren, kommt auch Farbe runter. Wir rühren mal weiter. Rühren hat ja geholfen anscheinend. Ich möchte hier nur nochmal betonen, ich bin der totale Make-up-Laie. Ich klatsche mir immer irgendwann ins Gesicht in der Hoffnung, dass es nachher gut aussieht. Manchmal klappt, manchmal aber auch nicht. Und wenn das hier mit dem Augen-Make-up gleich bescheiden aussieht, werde ich mir das auch abmachen. Ich höre noch andere Videos vor.
mich jetzt gerade dabei stört, ist dieses Braun, was ich mir da reingesetzt habe. Aber da sind wir ja flexibel, ne? Also wir haben ja noch Farbe übrig. Wir haben auch noch sehr viel Glitzerfarbe. Ich wollte es aber mal tapfer sein und direkt schon in das Lila reinrühren. Auch hier werde ich rühren. Aber ich guck mal, ob ich vielleicht noch einen etwas grazileren Pinsel habe. Weil ich jetzt, ja, ich finde, also den ich mir auserkoren habe, sowas wäre nochmal toll, aber so einen habe ich nicht nochmal. Ich bin auch nicht so ausgestattet, ne? Ich nehme jetzt mal das hier, ne? Das ist auch ein sehr gutes Rührwerkzeug. Hier, Farbe ist da. Ich klopfe das mal vorsichtshalber ab. Und dann dupfe ich mir das mal. Wir bauen also von außen nach innen, bauen wir jetzt was auf. Das würde auch zu meinen Nägeln passen, ne? Dieses Lila. War doch schon mal eine gute Idee. Jetzt kann ich auch noch nicht sagen, dass Farben gekrümmelt haben. Zumindest nicht in meinem Gesicht. Ich fühle mich ein bisschen wie Quasimodo mit der Ich kann... Alter! Natürlich, wir machen uns mit einem betäubten Gesicht das Make-up und zeigen das auch noch in der Öffentlichkeit. Sieht ja gar nicht dämlich aus. Aber, that's real life. Bin gedacht, komm, jetzt hast du die Möglichkeit, ein Video zu machen. Also mache... Super. Also das kann man sehr schön aufbauen, die Farbe. Ich finde, die Farbe lässt sich super aufbauen, wenn man ein bisschen fester, mit einem fester gebundenen Pinsel in die Farbe geht, dann ist da auch Abgabe drinne auf den Pinsel und aufbauend aufs Auge ist da. Also in meinem Spiegel finde ich schon mal toll. Ich bin jetzt echt am überlegen, was machst du innen. So, so schaut es bis jetzt aus. Vielleicht kriegen wir da auch noch einen leichten Touch rein. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber was machen wir denn jetzt? Was bist du denn hier? Bist du? Bist du schwach? Mal geswatcht, was ich noch übrig habe. Das sind von der einen Palette diese drei Schimmerfarben. Und hier haben wir noch diese. Ich weiß nicht, ob das Gold irgendwie ein bisschen zu matt, too much ist. Also wir haben das Grau schon, wir haben das Lila. Ich finde ja, dass das Braun nicht zu dem Lila passt. Vielleicht ist es ja aber auch schon so fertig, wobei ich das unfertig finde. Ich hätte gern noch ein bisschen helleres da vorne. So, jetzt habe ich das Problem, welcher war denn jetzt was? Ja, das da. Okay, wir nehmen jetzt den. Das ist nämlich dieser hier. Und dann gucken wir mal. So, da nehme ich dann jetzt diesen hier. Und gucken wir mal, ob das mit dem Pinsel funktioniert. Sonst müssen wir die Fingerchen nutzen. Das ist auf jeden Fall, kommt was Helles aufs Auge. Ist ja schon mal etwas leichter Schimmer. Um mehr Schimmer zu kriegen, müssen wir die Finger nehmen. So.
Auge gekriegt. Fokus. Genau. Weil ich sehen kann, dass es fokussiert. Ich habe keine Brille an. Ich habe letztens ein Video gemacht ohne Brille, dass ich nicht blende. Und dann habe ich das Video geschnitten. Ich sage, verdammt. Es war komplett unscharf. Ich konnte es aber nicht erkennen ohne Brille, dass es unscharf ist. Weil für mich ist das ja eh unscharf. Deswegen habe ich nicht gesehen, dass die Kamera sich nicht scharf gestellt hat. Mann, und dann muss ich das nochmal machen. Oh, so ärgerlich, echt. Aber das gefällt mir schon mal ganz gut. Probieren wir das hier auch noch, ob das nichts bringt. So. Ich möchte jetzt noch ein bisschen damit noch aufhighlighten, deswegen nehme ich noch mal einen anderen Pinsel. Versuche hier gezielt ins Eck zu kommen, hat nicht funktioniert. Aber damit könnte ich mir den Mensch ein. So, ich hoffe ja jetzt gleich, dass ich der Wimperntusche nicht matsche. Genau, ich würde nämlich jetzt nur noch mit den Fingern ein Schimmer-Highlight mit der gleichen Farbe, weil ihr könnt sehen, ne, da kommt richtig viel Schimmer runter. Einfach nur noch mal mit dem Finger hier auftupfen, dass das noch mal so ein bisschen der Übergang und schön schimmernd. Das ist doch ein Abendlook geworden. Ich putze gleich mein Haus im Abendlook. Genau, ich ziehe mir noch ein Kleidchen an und dann. So. Ja, ich würde sagen, ich mache mir jetzt noch die Wimperntusche und dann sprechen wir es wieder. Da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt noch die Sky High Mascara drauf getan. Zwei Schichten. Und mein Augen-Make-up ist quasi fertig. So schaut's aus. Was meint ihr? Kann man sich so sehen lassen? Ja, ich find's gut. Ich find's toll. Ich hatte jetzt keine Probleme mit den Farben. Vielleicht habe ich auch einen anderen Anspruch daran. Aber prinzipiell würde ich sagen, haben die zwei schon was gebracht. Ne? Man konnte Farben aufbauen. Hier war das Problem, dass die Farben so festgebacken sind. Aber umso fester man quasi da reingegangen ist, umso besser hat man auch Farbe abbekommen. Jetzt habe ich die natürlich nicht getestet, aber mir haben diese zwei schon gereicht und genau. Ja, so schaut es aus. Ich komme nochmal näher. Ja, was sagt ihr? Kann ich mich so raustrauen? Kann ich damit weitere Videos machen? Und ja, ich denke schon. Ne? Genau. So, wir achten nicht auf Haare, wir achten auf Augen. Ich würde sagen, in dem Sinne, schaut bei den anderen rein. Ich schicke die Palette jetzt weiter zur Larissa, glaube ich. Bin mir echt unsicher. Und ich bin gespannt, was sie noch daraus macht. Und schaut euch unbedingt die Videos der anderen an, was sie performt haben. Und wie zufrieden und unzufrieden die mit den zwei Schätzchens hier waren. Ja, genau. Dann würde ich sagen, macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.